Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Witcher 3 Wild Hunt. Wir sind gerade mysteriösen, geisterhaften Erscheinungen auf der Spur, die scheinbar nicht mal unser erfahrener Hexer Geralt eindeutig identifizieren kann. Und jetzt schauen wir mal, wer oder was da hinten so grabend als Grabegräber tätig ist. Oder so. Ich habe schon wieder ganz vergessen, was für eine stylische Brille wir haben. Gräber ohne Grabstein, aufgereiht wie ein Blumenbeet. Hey, hörst du mich? Der andere Dieb, verstümmelt. Wer bist du? Verdammt. Ja, um was? Wer oder was ist er jetzt? Au! Versuchen wir es mal mit Igni, oder? Scheint ihm relativ wurscht zu sein. Außerdem heilt er sich, wenn er mich haut. Das ist auch schlecht. Dann halt ein Schutzschild. Dann kann er mich nicht mehr hauen. Okay, ich verstehe schon. Im Endeffekt warten, bis er in den Boden haut. Ah, damit heilt er sich auch. Da halte ich mit allem. Ich brauche verbesserten Donner mal. Okay. Zum Donnerwetter nochmal. Ah, come on. Na also, so wird das was. Oh oh, was macht er denn jetzt? Hat er jetzt seine Buddies beschworen oder so? Ich sehe nichts. Aber es klingt so, oder? Ah ja. Oh nein, der haut seine Buddies und heilt sich dadurch. Oh, ist das mies. Ist das irgendwie so ein Seelensammler oder sowas? Hörst du jetzt bitte auf, dich zu heilen? Muss ich vielleicht seine Freunde hauen? Würde beschwört einfach immer mehr. Ich weiß nicht genau, ob das sinnvoll ist. Au. Hier fehlt mir echt noch so richtig die richtige Strategie. Versuchen wir mal, ob er ein Geist ist und auf magische Fallen reinfällt. Mann ey, der ist schon wieder so geheilt. Das gefällt mir nicht. Ich glaube, der macht meine magischen Fallen weg. Oh nein, ey. Was ist denn mit dem? Gedankenkontrolle vielleicht? Ja, ich meine, damit kann ich vielleicht sogar wirklich was machen. Damit kann er, glaube ich, nicht mehr richtig zaubern, oder? Kann das sein? Ah, das irritiert ihn nur leicht.
Ich weiß nicht genau, was Art gerade macht bei ihm, aber ich habe das Gefühl, er ist weniger aggressiv dadurch. Aber nur sehr kurz. Aber wird schon. Wird schon. Oder? Come on. Pebbles, jetzt sei doch nicht so. Au, das war nicht gut von mir. Der heilt sich 777, wenn der mich einmal trifft. Ich mache ihm mit einem kritischen Treffer nicht so viel Schaden. Und jetzt beschwört er schon wieder seine Freunde. Au. Ja gut, mich kann er natürlich auch hauen, um sich zu heilen, ne? Dem ist das wurscht. Ach komm, warum hat mich der jetzt erwischt? Cheater. Ich kann mir Igni hier echt voll sparen. Das macht gar keinen Sinn. Es macht nix Sinn, habe ich das Gefühl. Meine Rüstung ist schon voll kaputt, mein Schwert auch. Ah, komm. Ich muss ihn wieder anvisieren. Na komm, hau ihn schnell. Nein, er hat daneben gehauen. Geralt, das ist unsere eine Chance, mal echt Schaden zu machen. Und du haust daneben. Was ist mit dir? Jetzt hat, der hat uns erwischt gerade. Das ist echt gemein. Der hat Hitzones ohne Ende, also bei seinen Angriffen. Noch eine Schwalbe? Da geht das schon. Ja, schon wieder. Das war doch kein Treffer. Ich stand doch meilenweit daneben. Aber jetzt haben wir ihn gleich, den Pebble. So. Zum Teufel war das. Frankensteins Monster. Deformierte Organe. Wie kann das Ding lebendig gewesen sein? Also, die Philosophen debattieren ja noch, was lebendig eigentlich heißt. Ich würde ja staunen, aber nicht nach dem, was ich gerade gesehen habe. Wer seid ihr? Tiere jedenfalls nicht. Betrachte uns als Freunde des Hauses. Was ist damit? Was könnt ihr mir dazu sagen? Ein Freund von euch? Wir haben ihn den Pedell genannt. So eine Kreatur habe ich noch nie gesehen. Woher kam sie? Von sehr weit fort. Der Pedell sollte Herrin Iris und das Haus bewachen. Er hat sich um den Garten und um ungebetene Gäste gekümmert. Von sehr weit fort. Woher denn genau? Der Name des Ortes würde dir nichts sagen. Was führt ihr für einen Mummenschanz auf? Hättet ihr mich nicht warnen können? Nein, wir sind zur Diskretion verpflichtet. Warum redet ihr dann mit mir? Warum?
Nun, wir haben selten Gelegenheit, mit Menschen zu reden. Wir sind neugierig, was dich herführt. Ich brauche eine bessere Antwort als diese. Später. Kennt ihr den Hausherrn, den Eigentümer? Olgierd von Everreck? Ja, wir kennen ihn. Aber er ist fort. Seine Frau ist Hausherrin geworden. Fein. Ist die Hausherrin von Everreck da? Könntet ihr ihr ausrichten, dass sie einen Gast hat? Warum willst du sie sehen? Ich bin hier, um die lila Rose zu holen, die Olgierd Iris gegeben hat. Iris ist drinnen, oben in der Schlafkammer. Nimm diesen Schlüssel zur Hintertür. Ich muss mich wohl selber vorstellen. Tam, tam, tam. Wie soll ich euch anreden? Wie jetzt? Unsere Namen behalten wir lieber für uns. Wie jetzt? Na gut. Die. Wer ist wie und wer ist jetzt? Unheimlich. Spooky, spooky, was hier passiert. Ich glaube, ich repariere lieber mal schnell mein Halt und danach die Rüstung. Weil ich habe leider keine Schwertreparatur mehr. Ich müsste echt mal eine kaufen, ne? Aber ich vergesse es immer. Ne, wirklich gar nichts mehr. Kein Schwertreparatur. Ich muss mal zu einem Schmied. Aber Rüstungsreparatursätze habe ich zum Glück wenigstens noch. So. Wird schon gut gehen. I wear my sunglasses inside. Was zur Hölle? Ich muss vorsichtig sein. Wisst ihr, was an der Quest gerade echt cool ist und was die so besonders macht im Vergleich zu allem anderen und was dem auch viel mehr Spannung verleiht und echt mir als Spieler auch ein mulmiges Gefühl macht? Dass Geralt keine Ahnung hat, was hier los ist. Der Super-Profi-Hexer, der seit Jahrhunderten irgendwie auf Monsterjagd ist, der alles gesehen hat und der immer sofort sagt, ah, Indiz A, B und C, dann ist es wohl ein Truggelblutz. Der hat keine Ahnung, was hier los ist. Und das ist ziemlich cool, muss ich sagen. Was zum Teufel war das? Du wirst hier sterben. Aber ist das nicht einfach nur, es sieht aus wie eine Mittagserscheinung oder sowas eigentlich, oder? Aber es ist nicht Mittag. Dum, dum, dum. Brandschaden? Da draußen war gerade ein Hinweis, sehe ich gerade. Ich nehme mal, ich schau mal in die Regale. Wahrscheinlich sind hier nur Bücher, bei denen ich mir immer, wenn ich die aufhebe, denke, irgendwann lese ich mal alle Bücher. Alle Bücher in dem Spiel. Irgendwann setze ich mich hin und lese alle Bücher. Ich lese nie alle Bücher. Alle glücklichen Familien gleichen einander. Jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Weise unglücklich. Das ist aber nicht von dir, Geralt. Das ist, glaube ich... Nee, ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist irgendein Psychoanalytiker oder sowas in der Art gewesen, der das gesagt hat. Wo müssen wir denn hin? Warte mal, da war was. Ach so, nur das Bild schon. Oh, das Bild ist anders. Unten irgendwo ist ein Hinweis. Okay, gut. Dann mache ich hier mal kurz ein bisschen Licht an.
Ah, ich muss mir die Bilder ansehen. Olgiert, wie ich ihn nie gesehen habe. Ein anderer Mann. Wahrscheinlich muss ich zu dem ersten Bild auch nochmal, oder? Ach nö, das nicht. Wo müssen wir denn dann jetzt hinspielen? Ich laufe mal einfach jetzt stur dem Pünktchen nach, würde ich sagen. Die Pünktchen werden es schon wissen. Oh, die Pünktchen führen mich hier hin und sonst nirgends. Suche im Obergeschoss des Anwesens nach Iris von Everack. Naja, dann schauen wir uns mal noch ein bisschen um. Abgeschlossen. Irgendwie gibt es sonst keine Räume mehr. Ich weiß nicht, wo ich mich noch umschauen soll. Will ich den Kamin anzünden? Ist der Kamin Geheimgang? Ah, zumindest ist hier irgendwie Stuff versteckt. Ah. Ah. Ein seltsam schön und intakter Raum hier. Oh oh. Erscheinung. Magische Falle. Oh, jeez. Mein Gott, ist die aggro. Die hört ja gar nicht mehr auf. Was machen wir denn da? Hat die sich jetzt wieder vollständig geheilt? Muss ich die Bilder irgendwie zerstören? Aber wie denn bitte? Autschi! Hilfe, die kombut mich hier nieder. Ich komme nicht weg. Die hat mich in die Enge getrieben. Ich würde die Bilder ja gern kaputt machen, aber das geht leider nicht. Ich glaube, ich sterbe hier gleich, Mensch. Ohne Witz. Das ist irgendwie nicht gut. Was mache ich denn, wenn sie sich heilt? Ich habe keinen Plan. Ich habe wirklich keine Idee. Hat das funktioniert mit dem Anzünden jetzt oder war das Zufall? Ich glaube, das hat tatsächlich funktioniert, oder? Jetzt komm! Nein! Oh Gott, ich sterb hier. Ich hab Angst. Oh, come on. Wo? Schnell.
Okay, ich glaube, jetzt habe ich's. Das ist immer die kniffligste Stelle. Wenn sie mich da in so eine Killer-Kombo kriegt, wird's echt brenzlig. Dachte kurz, wir hätten es schon. Ah, das wäre zu leicht, sei jetzt. Die Erscheinung aus dem Gemälde. Huiuiui, das war wild. Na dann. Ah ja, alles nur eine Illusion. Was zum Teufel war das? Schlafgemach. Hier sollte Iris sein. Das muss sie sein. Mist. Du wolltest sie sehen. Da ist sie. Man sollte seine Wünsche vorsichtig formulieren. Das hilft gegen Enttäuschungen. Soll das ein Witz sein? Warum habt ihr nicht gesagt, dass sie tot ist? Du hast nicht gefragt. Ah, und wieso ist sie nicht begraben? Wir können das nicht. Und dem Pedell, den du besiegt hast, hat sie zu Lebzeiten befohlen, sich für immer von ihr fernzuhalten. Je mehr ich erfahre, desto stärker wundert mich, dass ihr mir helft. Wir wurden herbeigerufen, um Iris von Everek zu dienen. Unsere Herrin ist tot, aber das entlässt uns nicht aus dem Dienst. Verstehe. Ihr wollt diesen Ort und diese Leichen verlassen. Überrascht? Nein, überhaupt nicht. Wie ist sie gestorben? Wunden oder Kampfspuren sehe ich keine. Ihr Herz ist gebrochen. Das heißt, Herzinfarkt? Nein, es ist einfach geplatzt. Kaum zu glauben. Und doch genau das, was geschehen ist. Eines Tages schloss Iris die Vordertür ab, legte sich hierhin und starb an Trauer und Einsamkeit. Ich will ja nicht eklig sein, wirklich nicht. Aber ich glaube, unter dieser mumifizierten Leiche auf diesem Bett müsste sich eine ordentlich große Ekelpfütze gebildet haben, die Flecken eigentlich im Laken hätte hinterlassen müssen. Denke ich. Irgendwo muss ja die ganze Flüssigkeit hin von dieser mumifizierten Leiche. Naja, nur mal so nebenbei. Ist mir nur aufgefallen. Ihr Geist ist rastlos und zornig. Greift Eindringlinge an. Warum? Herrin von Everek hat viel erduldet. Sie ist Gäste nicht gewöhnt und mag keine seltsamen Leute. Sie kann uns nicht hören. Ich muss wohl mit Iris Geist sprechen. Das wird nicht einfach. Unsere Herrin ist von Zorn und Bitterkeit erfüllt. Ich habe meine Methoden. Ich muss sie begraben. Aber der makabre kleine Friedhof des Pedells taugt nicht. Zu viel Blut, zu viel Angst. Sie war viel im Garten vor dem Haus. Dann vielleicht dort. Halt! Nimm den Schlüssel. Er passt zur Vordertür. Gutes Hundchen. Und wo ist jetzt die Leiche von ihr? Habe ich die jetzt nicht dabei? Was ist los? Aber hier hat er doch schon gesagt, dass es blöd ist, oder? Sie hat gerne hier gesessen, aber als Grab taugt der Platz nicht. Eben. Ich suche weiter.
Aber wie wär's denn hiermit? Ich hab gesagt, hiermit. Die von Everick liebte Blumen. Sie würde sie nicht mal umknicken. Ach so. Na gut. Aber ich könnte doch das Grab woanders aus. Neben den Blumen begraben und die Blumen über ihr Grab pflanzen, dann wird ihr Körper zum Teil von Blumen. Wäre das nicht genau das Richtige für sie? Der Ort scheint zu passen. Ja, sie hat gerne gemalt. Hatte Iris von Everick letzte Wünsche? Vielleicht, wie sie bestattet werden wollte? Sie hat den Tod gefürchtet, dass niemand zu ihrem Begräbnis kommt oder ein Abschiedswort sagt. Dann werde ich das wohl machen. Das ist jetzt natürlich, ich weiß wirklich gar nichts über die. Ich kannte Iris von Everick nicht, daher kann ich nicht viel über sie sagen. Das Schicksal wollte, dass sie ein Fremder zur letzten Ruhe bettet. Manchmal verwirrt das Schicksal unsere Wege und das Leben wird schwer zu ertragen. Doch im Tode verdient jeder Ruhe und Frieden. Dein Name steht in diesem Skizzenbuch. Vielleicht möchtest du es mit ins Grab nehmen. Ihr beiden, habt ihr letzte Worte für eure Herrin? Wir beteiligen uns nicht an menschlichen Ritualen. Wir vertrauen darauf, dass du den Gebräuchen Genüge getan hast. Die Überreste sind beerdigt. Zeit, sie zu rufen. Geplagter Geist, ich habe deine Gebeine beerdigt. Lass ab von deinem Zorn und Kummer. Zeige dich. Verzeih, dass ich dich aus deinen Gefilden rufe. Ich muss dich fragen... Ich soll dir folgen. Also schön. Wie in Mario 64 und Dark Souls. Ich glaube, alle guten Spieler haben Gemälde, die man betreten kann. In der gemalten Welt. Der Arbeit von Iris von Everick. Wie seid ihr zwei hergekommen? Es gibt uns in beiden Welten. Seltsamer Ort. Geboren aus den Träumen von Iris von Everick. Als sie noch lebte, existierte die Welt nur in ihrer Vorstellung. Danach gewann sie Substanz. Fantastische Geschichte. Schwer zu glauben. Das solltest du aber. Und gib gut Acht. Die gemalte Welt ist voller Gefahren. Also gut, es ist wirklich hübsch hier, aber wo ist Iris? Du hast sie nur für einen Moment erweckt. Wenn du mit ihr sprechen willst, musst du sie ganz aus dem Schlummer reißen. Ja, aber wie? Du bist doch Spurenleser. Draußen hast du Spuren untersucht. Ja, und?
Diese Welt besteht aus verschwommenen und verblassten Erinnerungen, die unsere Herrin vergessen möchte, aber nicht kann. Du musst sie finden und wiederherstellen. Rufe die Ängste herbei, die Iris plagen, und zerstöre sie. Klingt einfach. Das Spiel macht das so gut und ich verstehe nicht, warum immer noch, obwohl Witcher 3 jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, so wenig Spiele schaffen, das in der Qualität zu kopieren oder nachzuahmen oder ne, so zu treffen, dass wir im Grunde hier eine ganz simple Fetch-Quest machen. Eine Fetch-Quest stimmt nicht ganz, aber so eine geh am Punkt A, hau ein Monster, geh am Punkt B, hau ein Monster, geh am Punkt C, hau ein Monster. Darauf, die ganze Quest ist bis jetzt schon so aufgebaut eigentlich. Und wahrscheinlich geht es jetzt genauso weiter. Aber die Verpackung ist so genial, dass es einfach zu einem tollen Erlebnis wird. Und das schaffen so wenig Spiele. Das ist so schade. Geister von Olgierd und seiner Frau. Warum bewegen sie sich nicht? Das ist eine Erinnerung. Unvollständig und verschwommen. Du musst genau hinsehen und sie wiederherstellen. Zum Glück funktioniert unser Hexersinn hier drin auch ganz gut anscheinend. Iris hat das Anwesen gemalt. Farbpalette. Geschirr für den Nachmittagstee oder fürs Frühstück. Ah. Das stimmt wohl nicht. Wartet mal. Hier kommt die Farbpalette passt hin. Perfekt. Und er kriegt den Krug in seine Hand. Das stimmt wohl nicht. Das stimmt wohl nicht. Da müssen wir noch ein anderes Objekt suchen. Okay, das ist ja anscheinend gar nicht Monster verhauen. Ich nehme es zurück. Geist aus der Stimme, sondern ein kleines Rätselchen. Gelesen, ganz abgegriffen. Passt perfekt. Wir sollten einen Hund besorgen. Oder besser einen Hund und eine Katze. Wenn der Regen kommt, wärmt der Hund mir die Füße. Und die Katze spielt am Kamin mit einem Wollknäuel. Was meinst du? Hörst du überhaupt zu? Entschuldige, Liebes. Ich habe gelesen. Ist das Buch denn so fesselnd? Hm? Ja, sehr. Weißt du was? Lass uns reingehen. Warum? Es ist doch so schön hier. Die Vögel singen, die Bienen summen. Paradiesisch. Tut mir leid, Liebes. Ich fühle mich nicht so. Ich gehe rein. Bleib du nur. Aha, jetzt müssen wir Bienen hauen. Of course. Was ist das? Noch eine Erinnerung? Nein. Ein Albtraum. Eine verkörperte Angst, die du früher oder später konfrontieren musst. Ah, jetzt betreten wir Silent Hill 2 Territorium. Auch nicht schlecht. Ach ja, Witcher 3 hat einfach alles.
Monster, Aliens, Wesen aus anderen Dimensionen und jetzt auch noch psychische Belastungen. Und alle werden einfach mit Geralts Schwert vermöbelt. Hä? Der Wegweiser führt mich hier hin. Warum weist mir der Wegweiser den Weg nicht richtig? Suche nach Iris Erinnerungen und finde heraus, wie du sie wieder her... Ah, hier ist eine. Noch eine Erinnerung. Dann schauen wir mal, wir haben hier Blümchen. Kaputte Dekoration für einen besonderen Anlass. Brautschleier. Ach, ist das die Hochzeit von den beiden? Dann, oder da haben wir noch was. Ein Glas. Sieht wie das von Olgild aus. Sie, was hat sie? Nicht. Er hat einen kleinen, dann gebe ich ihr mal das Glas in die Hand. Passt perfekt. Passt perfekt. Ach ja, das war's schon. Auf okay. Deine Gesundheit, liebe Frau. Und auf deine, lieber Mann. In meinem Land beglückwünscht man Jungvermählte mit Brot und Salz. Aber fürs Erste sind wir allein. Ich brauche nur dich. Ach, könnte dieser Moment doch ewig dauern. Mal sehen, was sich tun lässt. Komm herein und schau dir unser Heim an. Gern, aber ich weiß, es klingt albern. Das Haus steht schon so lange leer und ich... Du fürchtest dich vor Spinnen, ich weiß. Ich habe sie alle aufgekehrt und in den Garten geworfen. Mein Ritter, du hast an alles gedacht. Spinnen. Warum musste er sie in den Garten werfen, wo sie jetzt riesig sind? Hallo? Kannst du mal... Okay, dann... Halt mit. Oh Gott, totales Chaos hier. So viele, die spinnen ja. Alter, können die mal kurz hier aufhören? Oh mein Gott, ich muss schon wieder wegwuseln hier. Nein, jetzt komm schon. Na, Gott sei Dank. Die Große ist erstmal weg. Ich wollte gerade sagen, die Kleinen sind nervig genug. Wir brauchen die Große nicht unbedingt auch noch. So, jetzt wartet mal ganz kurz. Ich glaube, ich meditiere mal kurz. Füll unsere Tränke wieder auf. Oh, das geht jetzt nicht. Na, super. Das ist schlecht. Naja, gut. Moment, es hat funktioniert. Hä? Okay. Keine Ahnung, von mir aus. Gut. Noch ein Traum aus der Vergangenheit. Sicher auch unvollständig. Ein ausschweifendes Fest. Es gilt, den Gästen zu imponieren. Silberdraht, Perlen. Die Puppe muss ein Vermögen gekostet haben. Und nur wenig Castells hat das Bild. Wein aus Toussaint. Teuer. Wein aus Toussaint, teuer. Olgierts Frau hat Blumen gemocht. Angesichts der Verzierungen gehörte der hier wohl ihr. Das
Soll ich mal nach oben gehen? Gehen wir mal im Detektivmodus nach oben. Da noch was liegt. Rauch. Sonst leider nichts. Na gut, dann wieder ab mit uns nach unten. Irgendwas habe ich da wahrscheinlich übersehen. Ah. Kerze, Weinkrug, Kerze, Schale, Kerze aus. Kerze, Weinkrug, Kerze, Schale, Kerze aus. Kaminfeuer an. Ah ja, das war's schon. Feuer. Ein uraltes Zelda-Fackelanzündrätsel im Grunde. Nur eben interessant verpackt. Ist alles in Ordnung? Du siehst so blass aus. Es ist alles in Ordnung. Wirklich. Wie geht es euch denn? Ich bin so froh, euch zu sehen. Warum sind Großmama und Großpapa nicht da? Es ist eine lange, holprige Reise. Schlammig. Sie weigern sich immer noch, mich zu sehen. Stimmt's? Und was ist das? Wir haben ein paar Sachen von Iris mitgebracht. Ihre Lieblingsbürste, ihre geliebte Puppe. Ah, und dies. Für dich. Banknoten. Wir haben deine Schulden abbezahlt und aufgekauft, damit der Ruf der Familie nicht leidet. Wie lieb von Mama und Papa, an mich zu denken. Olgier. Siehst du jetzt, wie er ist? Ich habe dich vor der Hochzeit gewarnt. Ein Grobian und Barbar, der sich mit Banditen abgibt, dass du dich nicht fürchtest mit diesem Gesindel unter einem Dach. Nicht du schon wieder. Das war jetzt im Vergleich. Vergleich zu den Spinnen, aber super easy. Da kommt noch was, oder? Verschmiertes Handtuch. Wie spät ist es? Spät. Schlaf. Du warst wieder den ganzen Abend im Studierzimmer. Was hast du an den Händen? Nichts. Die sind nur etwas dreckig. Ist das Blut? Hast du dich verletzt? Tintenflecken. Ich habe Briefe geschrieben. Ich gehe bald nach Ochsenfurt. Vielleicht kommst du mit. Oh, das ist eine tolle Idee. Eine Reise wird uns beiden so gut tun. Dann ist es beschlossen. Lass uns schlafen. Ich bin erschöpft. Ich schlafe jetzt nicht. Kommt nicht in Frage. Komm, ich male dein Porträt fertig. Verschwommene Erinnerung. Mhm. Sie hat Olgierd gemalt, aber die Details stimmen nicht. Na, stimmt. Da fehlt doch was. Auch die Pose von ihm, das stimmt doch gar nichts. Aber gut, wahrscheinlich muss ich einen Fruchtkorb hinstellen oder so. Ein Kelch. Ein Kelch. Wie der auf dem Bild. Wo war denn? Und da ist die Schale. Frisch, wie eben erst gewaschen. Den Kelch hat er... Ne, der Kelch steht auch auf dem Tisch. Ach so, okay, na gut. Das lebende Bild muss aussehen wie das Gemälde.
Die Trauben und den Apfel, hä? Naja, auf jeden Fall den Kelch. Rechts. Hierhin? Er sagt nein. Das stimmt noch nicht. Das stimmt noch nicht. Also, Apfel unter Kelch. Aha, und daneben die Trauben. Das lebende Bild muss aussehen wie das Gemälde. Also, den Apfel. Eigentlich nach rechts, ne? Aber jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Weil auf dem Bild sind irgendwie Kelch und Apfel auf einer Höhe. Auf jeden Fall kommen die Trauben quasi auf dem Bild nach links. Müsste passen. Dann machen wir den Apfel mal in die Mitte. Nee, sagt er nicht, oder wie? Dann machen... Ja, dann machen wir halt den Apfel nach rechts. Das gehört hierhin. Und dann den Kelch in die Mitte? Wirklich? Das sieht auf dem Bild aber anders aus, aber meinetwegen. Vielleicht hierhin. Tatsächlich. Endlich. Genau wie im Bild. Naja. Lächle ein bisschen netter. So? Du sollst lächeln, nicht die Zähne blecken. Nein, immer noch nicht. Lächle wie damals, als Papa mit der Heirat einverstanden war. Bitte. Hm? Es ist zwecklos. Ich sehe doch, dass etwas nicht stimmt. Ich muss noch ein bisschen arbeiten. Schon wieder? Olgierd, wir haben uns versprochen, dass wir keine Geheimnisse voreinander haben. Weißt du nicht mehr? Entschuldige, das will ich nicht besprechen. Olgierd. Olgierd. Wie unhöflich. Wer bist du jetzt? Was ist denn ihre große Angst? Wer ist denn das? Na. Autschi, aufhören. Das ist halt echt gemein. Die stehen immer so blöd, dass wenn ich einen in der Ecke habe, dann haben die mich halt die anderen beiden auch in der Ecke. So. Meister von Everex Studierzimmer. Hier hat er sich in die arkanen Künste vertieft. Das Pentagramm soll beschworene Wesen binden. Aber die Linien sind verwischt. Ich brauche Kreide. Dann kann ich Kerzen aufstellen. Bienenwachskerzen. Blutpakte über fremde Präsenzen. Ein Band über Verhandlungen mit Dämonen. Das Anwesen war im Winter deprimierend finster. Kreide, Blut. Für irgendeine Magie möchte ich wetten. Die Tore der Mysterien. Zwischen den Welten. Die Bibliothek eines Okkultisten. Puh. Schwarzmagie. Das müsste hinhauen. Jetzt die Kerzen. Wie wär's damit? Nichts. Und was ist hiermit? Wenn ich die Bücher gelesen hätte, wüsste ich's wahrscheinlich. Mal so versuchen.
Komm zurück. Wir müssen reden. Geh weg. Ich will allein sein. Diesmal nicht. Komm sofort raus. Lass mich zufrieden. Ich will nur in Ruhe arbeiten. Welchen Zauber muss ich nehmen, verdammt? Ich hab sie alle durch. Ich will den Pakt beenden. Ich beschwöre dich. Verflucht! Feuer! Hier drinnen, schnell! Lösch die Flammen! Wen ruft er denn? Ich komme nicht raus. Gehen wir jetzt von einem Gemälde ins andere, ins Wintergemälde. Okay. Verdammt. Das ist eine ziemlich irre und ziemlich coole Quest hier, oder? Das gefällt mir echt gut. Aber, Leute, ich befürchte, wir müssen heute Schluss machen hier an der Stelle. Das zieht sich wahrscheinlich noch ein bisschen länger. Deswegen machen wir hier dann, würde ich sagen, beim nächsten Mal weiter. Genau hier. Genau hier, Geralt. Ja, hey, ich hoffe, wann kommt Cyberpunk? Wartet mal schnell. Aber das dauert noch ein bisschen, oder? Ui, jetzt muss ich echt mal gucken. Wartet mal schnell. Wartet mal schnell. Cyberpunk. Release. Nein, was ist denn? Google. Ah, come on. Ich habe mich verklickt auf meinem Tablet. Habe die falsche Zeile angeklickt. 10. Dezember? Dann war das die letzte Folge Witcher. Dann geht's jetzt dann mit Cyberpunk weiter ab nächster Woche. Ja, dann komm, machen wir noch das eine Rätsel hier machen wir noch. Hoffentlich ist dann die Quest beendet. So hat er angefangen zu rauchen. Pfeife. Becher. Es war Wodka drin. Ein Bierhumpen mit Wodka, nicht schlecht. So hat er sich also die langen Winterabende vertrieben. Der hatte eine Pfeife in der Hand? Nee, das oder? Wohl nicht. Nee, eben. Glaube ich auch nicht. Ah, ein Pergament, wo irgendwas draufsteht. Ein Ehevertrag. Iris und Olgiert. Ihr Vater muss den Vertrag gehalten haben. Ferner wird vereinbart, dass Iris angemessener Respekt zu zollen ist, dass ihr Rat und ihre Forderungen zu berücksichtigen sind. Kommt zum Punkt, Vater. Meine Geduld geht zu Ende. Gern. Gemäß ihres Wunsch erkläre ich diese Ehe für null und nichtig.
Du hast geschworen zu bleiben, bis dass der Tod uns scheidet. Ich habe meinen Schwur gehalten. Meinen Olgierd gibt es nicht mehr. So einfach ist es nicht, sein Wort zu brechen. Glaub mir. Du wirst hierbleiben. Für immer. Genug. Du erteilst uns keine Befehle. Du wirst... Vater! Vater! Nein! Dina! Nehmt den Kadaver und füttert die Tiere damit. Und warum kommen jetzt Nekrophagen in der Erinnerung? Ich meine, gut, hier ist gerade wer gestorben und so, aber... Damals hat von Everek aufgehört, ein Mensch zu sein. Seine Frau hat er noch geliebt. Nein, er hat nur gewusst, dass er sie lieben sollte. Gehen wir nach oben. Ich entsinne mich. Wir drei haben hier viel Zeit verbracht. In Stille. Wir gehen auf unsere Plätze, wie damals. Den Rest machst du. Gedeckt für eine Person, sonst für niemanden. Krallenspuren. Eine Terrine, wohl für Suppe. Eine große Tonschüssel. Eine Platte. Tierhaare. Okay, ich verstehe. Der Pedell kriegt das Tablett mit Menschenessen. Er kriegt die große Schale mit Hundeessen. Das war wohl deins. Und sie kriegt die kleine Schale mit Katzenessen. Also. Habt ihr aus diesen Schüsseln gefressen? Natürlich nicht. Ich sagte doch, wir sind keine Tiere. Aber der Pedell hat sie trotzdem hingestellt, wie befohlen. Noch eine Monstrosität? Ich bat dich, das zu lassen. Diese beiden sind schon zwei zu viel. Hund und Katze leisten dir Gesellschaft. Dieser hier wird dich beschützen und sich ums Haus kümmern, egal was geschieht. Früher wollte ich wissen, was in dir vorgeht. Ich dachte, ich könnte dir vielleicht helfen. Jetzt ist mir einerlei, was du denkst oder fühlst. Ich fühle nichts. Ich weiß auch nicht, ob ich dich noch hasse. Geh, Olgierd. Geh mir aus den Augen. Olgierd von Everek hat nicht verstanden, dass wir ihn nie ersetzen würden können. Jetzt wirft sein Geist einen Schatten auf jede Erinnerung von Herrin Iris. Wir sind fast am Ende unserer Reise. Was liegt dort? Iris von Everex größte Angst. Meine liebste Frau, ein Brief von Olgierd an Iris. Wäre ich mit Worten doch nur so gewandt wie mit der Klinge. Vor allem jetzt, da zur Reise bei dir verändert ist. Ich sehe, wie du mich anblickst, wie du dahin wälkst. Ich kann dir nicht helfen, aber vielleicht kann ich aufhören, dir zu schaden. Dieser Brief und die Hose sind mein Abschied. Du bist ein gesunder Leben, nicht nur eine Hose. Thank you.
Das habt ihr jetzt davon. Zu zweit angreifen ist unfair. Dafür gibt's Haue. What? Macht der einen auf Nightcrawler oder wie? Na jetzt komm, dein letztes Sechstel Energieleiste. Sei nicht so stur. Hör doch jetzt auf zu blocken. Was ist denn los auf einmal? Auf einmal hat er die Blocktaste gefunden. Verdammt. Damit habe ich nicht gerechnet. Pirouetten des Todes! Man muss schon sagen, nicht schlecht geblockt. Du gehst mir auf die Nerven. Kann ich dich vielleicht einfach betäuben? Na, danke. Das hat zwar nicht funktioniert, aber passt schon. Du bist nicht er. Warte, ich will reden. Nicht hier. Nicht an diesem Ort. Es tut mir leid. Ich habe dich verwechselt. Mit Olgierd? Ich dachte, er wäre zurückgekehrt. Was bist du? Ein Geist? Eine Illusion? Ich bin Kummer. Ich habe dich schon gesehen, aber du warst nicht du selbst. Dann sah ich dich in deinen Erinnerungen wieder. Tatsächlich? Ich entsinne mich nicht. Ich hatte Albträume. Mehr weiß ich nicht. Ich bin wegen der lila Rose hier, die Olgierd dir gab. An dem Tag, als wir einander das letzte Mal sahen. Ich habe sie getrocknet und in unserer Kammer aufbewahrt. An meinem Bett. Dort lag ich und starrte sie an, bis sie zu Staub zerfiel. Wie ich kurz darauf auch. Die Rose ist also weg? Nicht in dieser Welt. Schau, du hast meinen Körper begraben und die Blume blüht wieder. Und ich bin aus einem dunklen Schlaf erwacht. Jetzt erst, wie meine schöne Rose. Als du das Skizzenbuch auf mein Grab legtest, dachte ich daran, wie ich lernte, das Gesicht meines Mannes zu zeichnen. Sag mir, wie geht es Olgierd? Ist er gesund? Wohlauf?
Dein Mann hat einen mächtigen Feind. Gaunter Odim. Kennst du den Namen? Ich verfluche den Tag, an dem ich ihn zuerst vernahm. Wer ist er und wie geriet er in euer Leben? Das war meine Schuld. Meinetwegen rief Olgir den Mann des Glases. Wegen mir wünschte er Reichtümer und Unsterblichkeit für uns beide. Olgir wird Odim doch besiegen, nicht wahr? Sag mir, wie geht es meinem Mann? Dein Mann jagt immer stärkeren Sinneseindrücken nach. Er fordert das Schicksal heraus, weil er unglücklich ist. Sein Herz ist aus Stein. Es hat sich also nichts geändert. Und hat Olgird mich erwähnt? Was hat er gesagt? Nicht viel, aber ich habe nicht nach dir gefragt. Er schickt mich, um die Rose zu holen. Die Rose? Das Letzte, was ich von ihm habe? Sein letztes Geschenk. Die Rose scheint dir wichtig zu sein. Wichtiger als ein Andenken. Ich erinnere mich an so wenig. Nur wenn ich an die Rose denke, wird es klarer. Die Welt um mich wird realer. Und ich öffne die Augen und erkenne Dinge. Erinnere mich, wer ich bin und wer ich war. Ein Freund hat mir eins davon erzählt. Es könnten die starken Gefühle sein, die dich an die Rose binden. Hexer bezeichnen Gefühle auch als Stecknadeln. Sie halten dich in dieser Welt. Wie ein aufgespießtes Insekt in einer Sammlung? Entsetzlich. Ich muss ehrlich sein. Wenn ich die Rose nehme, hörst du vielleicht auf zu existieren. Wie die Welt, die du hast entstehen lassen. Und was geschieht dann? Bin ich dann frei von Leid und Trauer? Erwartet mich die Leere? Ich weiß es nicht. Ich will nicht mehr leiden. Aber ich fürchte, dass es kalt und dunkel ist, bis gar nichts mehr ist. Ich brauche die Rose. Gibst du sie mir? Sie ist so zart. Schau, die Blütenblätter sind am Rand purpurn geworden. Wie an dem Tag, an dem ich sie bekam. Es fehlt nur noch der Tautropfen, der das Blatt hinabglitt, als ich die Rose in die Hand nahm. Oder war es Blut, weil ich mich gestochen hatte? Ich weiß es nicht mehr. Weißt du, ich habe Olgirds Brief nie gelesen. Das war nicht nötig. Und die Rose hätte ich auch nicht behalten müssen. Ich habe mich entschieden. Du bekommst die Rose. Damit enden unsere Dienste. Danke, Fremder, für unsere Freiheit. Ein Rat, bevor wir gehen. Hüte dich vor dem Mann des Glases. Wer ihm im Weg steht, erleidet ein Schicksal schlimmer als der Tod. Suche dein Heil im Glas, das unzerbrechlich ist. Glas, das unzerbrechlich ist? Leb wohl. Ich werde dich in Erinnerung behalten, Iris von Everreck. Das spielt keine Rolle mehr. Leb wohl. Thank you.
So, das war ziemlich cool. Das war wirklich eine ziemlich coole Quest. Hat mir sehr gut gefallen. Aber jetzt machen wir wirklich Schluss. Und leider ist jetzt auch Schluss mit Witcher. Fürs erste Mal wieder. Vielleicht, wer weiß, hoffentlich spielen wir die DLCs in irgendeiner Form, in irgendeinem Format, in irgendeiner Reihe doch nochmal weiter. Weil das würde mich jetzt wirklich interessieren, wie es weitergeht. Aber ab nächste Woche teilt sich quasi diese einstündigen Let's Plays, oder nicht ganz eine Stunde meistens, aber manchmal mehr als eine Stunde, also im Durchschnitt ungefähr eine Stunde lange Let's Plays, teilt sich dann Fallout, Let's Build, Up in the Vault und Cyberpunk. Naja, sind wir mal gespannt, was uns da erwartet. Ich sage jetzt mal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.